Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionshandel, Optionsstrategien TV. Und heute geht es um eine Leserfrage zum Thema VIX-Optionen. Der VIX, das wisst ihr, der Volatilitätsindex auf den S&P 500, auf den kann man auch Optionen handeln. Und hier ist eine Frage gekommen, warum scheinbar die Preise immer falsch sind bei diesen VIX-Optionen und warum sie doch nicht falsch sind, beantworte ich euch heute hier in diesem kleinen Video. Also, die E-Mail, die ich bekommen habe, ist von Chris an der Stelle. Viele Grüße. Er hat es geschrieben, sehr geehrter Herr Rabe, aber ich glaube, wir können ruhig beim Du bleiben und deswegen mache ich es auch so. Und die Frage bezieht sich im Grunde genommen darauf, dass er sagt, er hat festgestellt, wenn jetzt beispielsweise der VIX bei 20 steht und er schaut sich einen VIX Put an mit einem Strike von 35, dann haben wir ja hier einen Unterschied von 15 und dann müsste doch diese Option auch entsprechend 15 kosten. Und er hat jetzt allerdings das Ganze sich mal angeschaut in der TWS und hat festgestellt, dass die Preise jetzt hier ganz andere sind und er hat es an vielen anderen Tagen überprüft und immer kam er zu dem Schluss, dass hier diese 15, dass die nie gestimmt haben. Also dass irgendwie, oder dass die Differenz zwischen dem Stand des VIX und dem, was eigentlich innerer Wert sein müsste, immer ein anderer ist. Und zwar, es war immer zu wenig. Zu viel könnte man ja noch sagen, okay, das ist Zeitwert, aber es war immer zu wenig. Und woran liegt das jetzt? Und der Grund ist einfach der, dass vielleicht für viele, die noch nie Optionen auf den VIX gehandelt haben, eine Tatsache nicht ganz klar ist. Wir haben auf der einen Sache hier den VIX. Der VIX selbst ist ja ein synthetisch errechneter Index aus den impliziten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. So, das heißt, er wird alle 10 Sekunden berechnet, gibt es während der Börsenhandelszeiten auch in Realtime und da könnt ihr euch den entsprechend anschauen. So, der VIX zeigt uns, was momentan für eine Volatilität im Markt ist. Das heißt, es ist ein Angstmesser, ein Volatilitätsmesser, was jetzt gerade ist. Die Optionen allerdings, obwohl sie VIX-Optionen heißen, beziehen sich nicht auf den VIX, sondern sie beziehen sich auf die sogenannten VIX-Futures. Und die VIX-Futures haben meistens einen anderen Preis als der VIX selbst. Es gibt eigentlich nur eine einzige Situation, wo ein VIX-Future und der VIX den gleichen Preis haben und das ist am Verfall des VIX-Futures. Das heißt also, die Optionen beziehen sich nicht auf den VIX, sondern immer auf einen jeweiligen VIX-Future. Ihr seht das übrigens auch, wenn ihr beispielsweise in der TWS auf Kontraktinfo klickt, also wenn ihr euch einfach mal so eine VIX-Option aufruft, klickt dann mal auf Kontraktinfo, dann werdet ihr sehen, dass da eben nicht steht, bezieht sich auf den VIX, sondern bezieht sich auf den VIX-Future März, Februar, Mai, was auch immer. So, und warum sind diese Preise jetzt ein wenig anders? Die alten Hasen, die schon länger dabei sind, die wissen das. Für alle Neueinsteiger hier nochmal eine kurze Erklärung. Die VIX-Optionen haben normaler oder sind ja im Grunde genommen der Blick der Volatilität in der Zukunft. Das heißt, man schaut nach Future, Zukunft, wie wird sich denn wahrscheinlich die Volatilität in der Zukunft entwickeln? Und wenn wir ruhige Märkte haben, das heißt, wenn also der VIX nicht sehr hoch ist, wenn die Märkte stabil sind, dann hat man natürlich die Erwartungshaltung, dass der VIX in Zukunft, oder die Volatilität besser gesagt, dass die Volatilität, je mehr Zeit vergeht, natürlich die Wahrscheinlichkeiten ansteigen, dass auch mal die Volatilität hochgeht. Und aus dem Grunde ist in einem Normalzustand die VIX-Terminstrukturkurve so, dass wir sagen, wir haben hier beispielsweise den VIX, so, bei irgendeinem Preis, von mir aus bei 15, und danach gibt es die entsprechenden Futures, und hier, das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte, das ist der fünfte, und diese sind teurer
als der Wix und sie gehen auch im Laufe der Zeit nach oben. Das heißt also, je länger die Restlaufzeit dieser Futures ist, umso teurer sind sie. Also es könnte jetzt beispielsweise sein, hier dieser erste kostet von mir aus 17 und der kostet dann 18 und der 19,2 und der 21 und der dann schon 23. So, und wenn ihr euch eben jetzt Optionen anschaut auf den Wix, dann müsst ihr nicht schauen, was macht der Wix jetzt hier, wie steht der bei 15 und ist jetzt dieses Verhältnis, dieser innere Wert, den er jetzt zum Beispiel mit einem In-the-Money-Put jetzt hat, bezieht er sich auf den Wix, sondern bezieht er sich hier vielleicht auf diesen Future. Und das ist ganz wichtig zu beachten. Wix-Optionen, mir hat mal ein Händler gesagt, als ich in Chicago war an der CBOE und als damals die Wix-Optionen eingeführt wurden, dann hat er gesagt, die Wix-Optionen, damit verlieren die meisten Privatanleger Geld. Warum? Weil sie einfach nicht wissen, wie sie funktionieren. Bei einer Aktie ist das relativ einfach und der Chris hat mir das hier auch geschrieben. Er hat geschrieben, beim Aktienoptionshandel ist alles klar, aber wie ist denn beim Wix, ist es ein bisschen komisch und das stimmt. Weil wenn ihr eine Aktienoption habt, auf Microsoft, auf Tesla, auf Facebook, auf was weiß ich, die bezieht sich halt immer auf diese eine Aktie. Das heißt, wenn das jetzt hier die Aktie XY ist, dann ist das tatsächlich auch der Preis. Beim Wix ist es allerdings so ähnlich wie bei Future-Optionen allgemein, nämlich diese Optionen beziehen sich eben hier auf die entsprechenden Wix-Futures und da jeder Verfallsmonat einen anderen Preis haben kann, sind die auch ein bisschen anders dann gepreist und ihr dürft eben nicht auf den Wix, auf den Index schauen, sondern ihr müsst auf die Futures schauen. Ihr findet beispielsweise auf Seiten wie wixcentral.com oder auch auf den Seiten der CBOE die jeweiligen Preise der Futures und dann könnt ihr euch das an der Stelle anschauen. Und deswegen, Chris, für dich nochmal, überprüfe nochmal deine Idee, die du hattest, ob das jetzt tatsächlich so ist. Also schau dir nochmal den In-the-Money-Put an und vergleiche dann, auf welchen Future hat es sich bezogen und stimmen dann der innere Wert und da wirst du feststellen, dass das stimmt. Jetzt haben wir gerade Anfang Januar 2016, die erste Woche hier im Markt war ziemlich heftig, das heißt die Volatilität ist sehr stark angestiegen und jetzt haben wir eine besondere Situation vorliegen, nämlich wer zum Beispiel jetzt bei Wix Central nachschaut oder wir können auch mal ein aktuelles Bild reinblenden, dann werdet ihr sehen, dass die Wix Terminstrukturkurve momentan eher so hier ausschaut. Das heißt also, die vorderen Kontrakte kosten mehr als die hinteren und das ist der momentanen Volatilitätsexplosion zuzuschreiben, weil ja auch der Wix mittlerweile hier bei knapp 25 notiert und die Futures entsprechend sind diesmal ein bisschen billiger, aber die ersten kosten mehr als die anderen. Wir haben hier auch auf dem Kanal ja schon etliche Videos zum Thema Wix, Wix-Optionen veröffentlicht. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir das einfach in die Kommentare hier rein und dann helfe ich euch weiter, damit ihr einfach auch mit den Wix-Optionen bessere Ergebnisse erzielen könnt, weil eins ist klar, wir werden, nachdem wir jetzt die letzten Jahre relativ wenige Gelegenheiten hatten, im Wix zu handeln, sollten wir in diesem Jahr ein etwas turbulenteres Aktienjahr bekommen, das heißt, wo wir auch mal einen etwas größeren Einbruch bekommen, dann wird sich das auch hier im Wix widerspiegeln und dann werden wir exzellente Trading-Gelegenheiten im Wix haben, das heißt mit den Wix-Optionen, aber auch zum Beispiel mit ETFs, die sich auf den Wix beziehen, also beispielsweise den VXX oder dem SVXY, alles Produkte, die sich eben auch hier auf die entsprechenden Future beziehen. Wenn euch dieses kleine Video geholfen hat, wenn ihr es gut findet, dann bewertet es positiv, kommentiert es, verbreitet es. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.